Hier nur zwei kleine Sachen, die man vielleicht erwähnen kann. Zum einen hier die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam: bi izzatik, ich suche Zuflucht bei deiner Macht. Derartige Texte wurden von den Gelehrten als Beweis angeführt dafür, dass die Eigenschaften Allah Ta'alas unerschaffen sind. Das Wesen Allah Ta'alas ist unerschaffen, ebenso seine Eigenschaften, auch die sind unerschaffen. Und Allah Ta'ala ist urewig, anfangslos mit seinem Wesen und mit seinen Eigenschaften. Mashi? Das ist ein sehr komplexes Thema übrigens unter den Gelehrten und auch ein Punkt, in dem es einen Disput gab zwischen ihnen und den Scholastikern und Philosophen. Denn es geht hier um, die Gelehrten unterteilen die Eigenschaften Allah Ta'alas in Kategorien. Es gibt verschiedene Einteilungen, aber eine davon ist, ich nenne es mal eine duale Einteilung. Da gibt es die sogenannten As-Sifat al-Dhatiyya. As-Sifat al-Dhatiyya, das sind, so nennen wir es, die wesenseigenen Eigenschaften Allah Ta'alas, also die unabhängig vom Willen da sind oder die sozusagen unabhängig vom Willen wirken. Ich erkläre euch, was das bedeutet. Das hört sich ein bisschen komisch an. Zum Beispiel, nehmen wir mal an, die Eigenschaft des Lebens. Tamam? Ist willensunabhängig. Das heißt, dass diese Eigenschaft ist permanent da. Oder die Eigenschaft des Wissens. Und dann gibt es die sogenannten As-Sifatul Ikhtiyariya. As-Sifatul Fi'liya Al-Ikhtiyariya, das heißt Eigenschaften, die willensbedingt sind. So nennen wir sie. Beispielsweise die Eigenschaft des Sprechens. Tamam? Oder die Eigenschaft, was haben wir da noch? Die Eigenschaft, des Nuzul. Das ist willensabhängig. Das heißt, Allah Ta'ala tut das, wann er es will. Und lässt es, wann er es will. Mesh? Hier stellt sich dann die Frage, wenn, und hier entsteht dann auch ein gewisser Konflikt, wenn Allah Ta'alas Wesen anfangslos ist und seine Eigenschaften anfangslos sind, schon immer existieren, wie sieht es denn aus mit diesen Eigenschaften, die willensbedingt sind? Ja, wenn wir zum Beispiel vom Sprechen reden, er spricht, wann er will und lässt es sein, wann er will. Wenn sie urewig ist, bedeutet das, dass er schon immer spricht und immer am Sprechen ist? Oder wenn wir sagen, nein, er spricht, wann er will und lässt es sein, wann er will, dann sagen sie, das bedeutet aber, dass diese Eigenschaft irgendwann entstanden ist oder hinzugekommen ist. Und in diesem Falle, wenn einem Wesen, sie sagen, das basiert auf teilweise auf aristotelische Philosophie, ma tahullu fihi al-hawadith fahu hadith. Alles, in dem neue Eigenschaften entstehen, das ist auch entstanden. Und das bedeutet, diese Eigenschaften können nicht, wenn wir davon ausgehen, dass Allah Ta'ala ewig ist, dann können diese Eigenschaften nicht, wir können sie nicht so interpretieren, wie wir das eben getan haben. Das ist die Auffassung der Asha'ira und ihrer Gleichen, die Mutakallimun im Allgemeinen. Deswegen definieren sie sämtliche Eigenschaften, die mit dem Willen zu tun haben, sind sie gezwungen, die irgendwie anzupassen. Zum Beispiel sagen sie bei dem Kalam, die Rede, das ist keine wörtliche Rede, sondern, denn wenn es eine wörtliche Rede wäre, dann würde es ja von Zeit zu Zeit so entstehen. Ne? Und sie sagen, deswegen haben sie das Konzept vom Al-Kalam al-Nafsi. Al-Kalam al-Nafsi ist das, bevor du etwas aussprichst, diese Gedanken oder Ideen in dir, das nennt man Al-Kalam al-Nafsi, die sagen, das sind der Kalam Allahs ist der Al-Kalam al-Nafsi, das heißt diese Ideen.
Das Gleiche macht man dann mit allen anderen Eigenschaften, die mit Willen zu tun haben. Wie erklären Sie denn, dass Owas und Aaron mit Musa gesprochen hat? Sie haben da verschiedene Ansätze. Manche sagen, er hat Stimmen in der Luft geschaffen. Oder als Allah Ta'ala sagte, ihr wisst, als Allah Ta'ala zu Musa sagte, Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqim as-salata li dhikri. Als Musa sozusagen berufen wurde und dorthin ging, hat er diese Worte gehört. Ich bin Allah, außerdem es kein Ilah gibt. Fa'budni, darum diene mir. Deswegen, das ist eine der Abscheulichkeiten dieses Madhabs. Ich glaube, Darimi war das, Al-Imam Darimi, der es erwähnte. Einige sagten, dass sie sahen sich gezwungen, irgendwas müssen sie ja sagen, dass diese Töne aus einem Baum kamen, bei dem Musa stand. Und dass sowas von einem Baum kommt, der diese Worte sagt zu Musa, auch wenn sie sagen, dass Allahs Worte sind, das ist aber schon ein bisschen, das ist sehr grotesk, yani. Ein Baum sagt zu ihm, Innani ana Allah, la ilaha illa ana fa'budni. Die Essenz hier ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, A'udhu bi'izzatik. Ich suche Zuflucht bei deiner Macht. Das heißt, die Zuflucht zu suchen bei den Namen, bei den Eigenschaften Allah Ta'alas ist zulässig, da die Eigenschaften, eine Eigenschaft kann nicht getrennt bestehen von dem Träger der Eigenschaft. Richtig? Deswegen ist es kein Schirk, wenn man sagt, ich suche Zuflucht bei der Macht Allah Ta'alas, weil man sagt, ja, aber die Macht Allahs ist ja nicht Allah. Diese Eigenschaften können nicht unabhängig von einem Träger der Eigenschaften bestehen. Und daher ist das zulässig. Und der zweite Punkt, den wir halt hier erfahren, ist, dass die Eigenschaften Allah Ta'alas unerschaffen sind. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam verbat es, bei einem Geschöpf um Zuflucht zu suchen. La yustaghathu bi, innahu la yustaghathu bi, sagte er in einem, als man zu ihm ging und sich beschwerte über einige der Munafiqun, die den Leuten lästig wurden. Und dann sagten sie, Qumu bina nastaghithu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lasst uns gehen und Zuflucht bei dem Propheten sallallahu alaihi wasallam suchen vor diesen Munafiqun. Zuflucht ja nicht in dem Sinne, in dem übernatürlichen Sinne, sondern im natürlichen Sinne, wie wenn ich bei jemandem Zuflucht suche. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sie haben also um etwas ganz Legitimes gebittet, ne? Aber es ging dem Propheten sallallahu alaihi wasallam um das Wort und den Adab, yani. Und er sagte, innahu la yustaghathu bi. Innahu la yustaghathu bi. Man bittet nicht mich um Zuflucht.